diese wunderbare Goldmedaille. Die Dame, die sie gewonnen hat, die kommt jetzt zu uns und wir begrüßen sie sehr herzlich. Da hinten steht sie, Pauline Schäfer, herzlich willkommen. Hallo. Und Pauline lässt uns jetzt teilhaben und nimmt uns nochmal mit nach Montreal und zeigt uns ihre Schwebebalkenkür. Vielen herzlichen Dank dafür. Sad eyes. Don't be discouraged, oh, I realize it's hard to take courage in a world full of people. You can lose sight of it all. Darkness inside you can make you feel so small. But I see your true colors shining through. I see your true colors, and that's why I love you. So don't be afraid to let them show your true colors, true colors, beautiful. Show me a smile then. Don't be unhappy, can't remember when I last saw you laughing. If this world makes you crazy, take all you can bear. You call me up, 'cause you know I'll be there. And I see your true colors shining through. I see your true colors. That's why I love you so. Unsere Weltmeisterin, meine Damen und Herren, Pauline Schäfer. Auch sie, Gold für Deutschland. Schmunzelst gerade noch so ein bisschen? Das war doch eine starke Vorführung, oder nicht? Ja, es geht so. Ja, ich finde, es geht sehr gut so. Ja? Nimm uns doch noch mal mit nach Kanada. Und noch mal in deine Gedankenwelt, als du gewartet hast, als Tabea da noch turnte am Balken. Ja, es war einfach überragend. Also, ich ging zur WM und habe einfach überhaupt gar nicht damit gerechnet, dass es dann doch so endet. 2 Medaillen für Deutschland. Wir haben auf jeden Fall der Welt gezeigt, dass wir doch Balken turnen können. Das kann man wohl sagen. Ne? An die Spitze zu kommen ist das eine, an der Spitze zu bleiben ist das andere. Legt ihr jetzt nochmal nach, trainingsmäßig, was sind die nächsten Ziele? Ja, mehr als Weltmeister kann man nicht werden, außer Olympiasieger. Ich wollte gerade sagen, da gibt es ja alle 4 Jahre noch dieses Treffen. Ja. Genau, natürlich ist das unser großes Ziel. Auch die Weltmeisterschaft in Stuttgart 2019 ist eine Heim-WM und da sind natürlich auch alle eingeladen. Ja, klar. Also dann machen wir es, Pauline, machen wir es doch einfach so. Erstmal gratulieren wir dir nochmal sehr herzlich, Tabea natürlich auch und all den anderen Turnerinnen und Turnern. Dann versprechen wir, dass wir mitfiebern Richtung Stuttgart-WM 2019 und dass wir Tokio nicht aus den Augen verlieren. Und wir alle, ich verpflichte euch jetzt, unterstützen die deutschen Damen, die Turnerinnen, auch die Turner, ganz besonders. Vielen herzlichen Dank, dass ihr hier seid. Dankeschön. Danke.